Willkommen zurück zu Spider-Man. Ich bin euer Fiorobo. Hui! Und wir sind Spider-Man und wir kämpfen uns durch die Gegend. Parker, wo sind Sie? Die Kommission wird bald hier sein. Wir müssen einen Gerätetest durchführen. Ich bin fast da. Ja. Nur noch ein paar Blocks. Ich glaube, ich mache es selbst. Nein, oh. Nicht. Es ist gefährlich. Jetzt geht das wahrscheinlich schon schief. Alles klar. Mir gefällt Docs Enthusiasmus. Aber manchmal bringt er sich in Schwierigkeiten. Ich beeile mich, bevor er sich noch wehtut. Was ist das etwa denn der Oktopus? Hui. Was mich interessieren würde, wie detailgetreu ist die Stadt hier? Ja gut, sowas gibt es zum Beispiel in New York nicht, das weiß ich. Ein Dickshaus und Police draufsteht so. In den Farben. Zumindest ja das neue, aber die Kirche ist sogar zum Beispiel hier. Was ja ganz nice ist. Holy shit, Spider-Man, was ist denn los mit dir? Hast du solche... Ja, schwing dich. Hui. Ja, war schön da hoch. Oh, danke. Hui. Hui. Das wollte ich machen. Hat sogar einigermaßen gut geklappt. Und zack, ich bin da. Lange Ladezeit. Sorry, ich bin zu spät. Wow. Ist ja wirklich Oktopus. Sie haben schon angefangen. Die Direktorin der Fachkommission wird bald hier sein. Schon gut, Parker. Ich habe das alles erdacht. Ich komme schon damit zurecht. Die Energiedämpfer. Oh Mann. Sollen wir abbrechen? Noch nicht. Warten Sie! Dr. Octavius, alles okay? Ein weiterer Rückschlag. Aber wir sind nah dran. Ist jemand verletzt? Nein, das war alles meine Schuld. Die Energielevel waren höher als erwartet. In gewisser Weise ist das eine sehr positive Entwicklung. Es riecht aber nicht gerade positiv. Ich versichere Ihnen, die nächste Phase... Lassen Sie uns nichts überstürzen. Können wir das vielleicht irgendwo anders besprechen? Nehmen Sie sich den Rest des Tages frei, Peter. Aber... Wir reden später. Das war eine Katastrophe. Wie konnte der Dämpfer ausfallen? Ja, das war echt eine Katastrophe. Ich soll mir den Tag frei nehmen. Aber ich muss rausfinden, was schiefgelaufen ist. Oh, das sieht übel aus, mein Freund. Wow. Mal sehen, was dir fehlt. Sind wir schon Doktor? Octavius Industries, aha. Aha, alles beschädigt. Schaltkreis durchgebrannt. Verdammt. Oh, das ist ja cool. Wenn ich hätte, wäre mir das aufgefallen. War das das Ende oder was? Oh. Kann ich die Sache noch drehen? Aha. Das ist ja dann relativ simpel. Muss man ja sagen. Zack. Geschafft. Relativ simpel, sag ich ja. Okay, ich muss die Servosteuerung umleiten.
Genau, da müssen wir fest durch wahrscheinlich. Dann machen wir das doch mal. Sind die auch nur eine Richtung? Ah, so, okay, nee, dann. Entfernen. Müssen wir den? Okay, müssen wir den nehmen. Alles kein Problem. So. So. Das klappt auch, sehr schön. Den hier noch und zu guter Letzt den hier. Sehr schön. Okay, und jetzt? Und noch einen, ne? Und jetzt die Spannung neu ausgleichen? Spannungssteuerung einstellen. Musst du die Spannungsanforderung... Okay. Mache Stromkreise verfügen über eine positive und negative Spannung. Okay. So. Dann werden wir den ein. So, und den hier. Also. Okay, dann machen wir den einen da rein und hier den Zweier rein. Zielspannung 3. Ja. Hier kann ich dann nur die beiden reinsetzen. Wie soll das denn gehen? Hä? Ja, ich brauche noch was. Damit ich die verbinden kann. Achso, wir haben zweimal Plus. Oh, das habe ich nicht gesehen. Ups, sorry. Fertig. Das habe ich nicht gesehen. So, haben wir das auch. So, erfolgreich, erfolgreich, erfolgreich. Ja, yeah, wir können den Namen wieder benutzen. Update abgeschlossen. Mal sehen, ob es geklappt hat. So gut wie neu. Yay, hallo, ich bin ein Roboterarm. So. Doc hat neue Materialien für Prothesen getestet. Ich sollte es mir anschauen, wenn ich Zeit habe. Warum also nicht jetzt? Ich wollte sagen, Zeit hast du doch jetzt oder nicht? Was ist denn hier? Wir versuchen, die Prothesen-Hardware zu verbessern. Ich sollte mir ansehen, was Doc entwickelt hat und das nochmal prüfen. Oh, guck mal, können wir mal eine Sache machen? Okay. Probieren wir es doch mal. Ich wollte die Granularität des Aktuators verbessern. Das war relativ simpel. Zack, fertig. Erfolgreich. Ganz glatte Reaktion. Okay, wir kriegen so ein bisschen Erfahrung jetzt noch. Vielleicht kann man die Greifkraft einstellen. So. Zack. Zack, zack. So, so. So und so. Ist eigentlich relativ simpel, die Rätsel hier, muss man echt mal sagen. Also. Locker easy. Schon besser. So, und der Rest ist noch gesperrt. Okay. Bonus für vollständigen Abschluss, okay. Oh, du hast die Kleinigkeiten entdeckt. Was haben wir hier noch? Ich glaube, wir haben hier Modelle jeder erdenklichen Prothese. Okay, was hat es mit ihm zu tun? Unser erster Freiwilliger, Lance Corporal Taxidor, verlor seinen Arm in Übersee und will nur seine Tochter wieder umarmen. Oh. Also das ist eigentlich hier eine Prothesenwerkstatt, könntest du sagen. Wie viele Laborfeuer hatten wir bisher, Otto? 3? 4? Daran sieht man, dass wir Fortschritte machen. Auf echt der Asche der Fehlschläge entsteht große Wissenschaft. Dr. Octavius' Optimismus ist wirklich nicht zu erschüttern. Schön, wir könnten auch rennen. Eine außergewöhnliche Reaktionskaskade in der Limbischen Brücke gesehen. Wir brauchen Ergebnisse. Keine. Ist das kein Ergebnis? So, hier haben wir nichts mehr. Na gut, dann haben wir das noch was. Die Reaktionskaskade war ziemlich beeindruckend. Wenn du das sagst, Peter. Ja? Dann doch nicht. Dann machen wir halt hier. Analyse. Achso, jetzt ist das DNA, das kann ich auch schon. Einen neuen Kontaktwerkstoff für Prothesen getestet.
So. Zack. Zack. Und 3. Nehmen wir den einfach. Ganz locker easy. Zack. Muster gefunden. Analysiere. Hydrogel-Polymer-Komponent. Stark, aber sehr hohe Impedanz. Doc sollte lieber andere Materialien ausprobieren. Wenn du das sagst. So. Okay. Wollen wir noch mehr machen? Ich sollte verschwinden, bevor ich die Sache für Doc noch schlimmer mache. Ja, wir machen ja noch mehr. Guck mal, verfügbar. Aha. So, machen wir hier. Zack. Mal ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln, damit wir leveln können. Was wollte Doc denn damit? Ich finde es nur extrem sehr schlecht, dass ich das hier mal rüberziehen muss. Und den hier würde ich sagen. Zack. Erledigt. Ihr seht. Polydimethyl. Und nächstes. Zack, analysiert. Bekannte Substanz, ja, natürlich. Scheint ein weiterer potenzieller Kontaktwerkstoff zu sein. So, jetzt haben wir sogar 2 Punkte hier, die wir haben müssen. Okay. Nehmen wir den. So, dann brauchen wir jetzt noch den einen in der Mitte. Nehmen wir den mal. So, und dann den hier mal ausprobieren. So, dann können wir hier den reinschmeißen, würde ich sagen. So, für den brauchen wir noch einen Dreier. Dann würde ich sagen, den hier. Zack, und hier brauchen wir eigentlich nur einen einzelnen. Da wir keinen einzelnen haben, müssen wir den mal nehmen. Ah. Oder müssen es anders machen, dann nehmen wir den raus. Den hier rein. Und dann den hier. Oh, fuck. Nein, warum wechselst du die aus? So. Aber jetzt? Jetzt haben sie endlich. Mann. Treffen ist auch eine Kunst. Hydrogel-IPN. Okay. Hydrogel-IPN. Vielversprechend. Was ist denn das? Ein tolles Gewebe-Interface. Ah, Gewebe, okay. Abgeschlossen, Rest ist auch wieder gesperrt. Schade. Na gut, dann gehen wir mal wieder. Tschüss. Und jetzt werden wir wieder zu Spider-Man. Oder bleiben wir jetzt Peter Parker? Ah, oh, ist mein Ladebildschirm, okay. Oh, wir können reinzoomen und die Kamera bewegen. Wäre natürlich cool, wenn das mit der Umschaffe klappen würde, ja. Ich bin jetzt wieder Spider-Man. So, mein anderer Job. Okay, 250 Erfahrungspunkte. Spider-Man, hier ist Yuri. Ist Fisk schon in Rikers angekommen? Nicht Rikers. Unser Mann genießt die VIP-Behandlung. Er ist im Raft. Ah, zusammen mit Scorpion, Electro und dem Rest. Fisk wird sich wohlfühlen in dieser Gesellschaft. Kannst du zum Revier kommen? Ich habe ein Problem, das nach deinen einzigartigen Fähigkeiten schreit. Für dich, Yuri? Jederzeit. Bin unterwegs. Zack. Es gibt eine neue Episode von Just the Facts. Mal sehen, was mein größter Fan über Fisks Niederlage denkt. Willkommen bei Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo Hörer wie Sie die Probleme unserer Stadt besprechen mit dem Pulitzer-Preisträger Zweifachen Pulitzer-Preisträger und ehemaligen Herausgeber des Daily Bugle. Hey, mehr Werbung fürs Buch! Und wie immer, wenn Sie Mr. Jamesons Buch Spider-Man Gefahr oder Bedrohung in den nächsten 24 Stunden bestellen, erhalten Sie eine signierte Ausgabe. Keine Widmung, Sie brauchen gar nicht erst zu fragen. Cool. Hier ist Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo Sie von Gefahren hören, die Sie bisher gar nicht kannten. Kommen wir gleich zu den Anrufen. Sprechen Sie. Okay, also man muss Spider-Man doch lassen, dass er bösen Fisk eingebuchtet hat, stimmt's? Ich meine, ein Gangster-Boss weniger. Hallo. Alle gut. Ist das so? Sagen Sie, sind Sie Polizist, Staatsanwalt, vielleicht ein preisgekrönter Reporter mit jahrzehntelanger Erfahrung wie ich? Lass dich nicht von James. Nee, ich bin ein richtiger Dummschwitzer. Oh gut, dann reparieren Sie mein Klo. Oh, ich hatte sogar Erfahrungspunkte für. Ich erkläre Ihnen mal, was
Recherche für Gangsterbosse. Sobald einer weg ist, dem scheißt jeder Penner mit Knarre, Jogginghose und kiloweise Goldketten, dass er der nächste Pate ist. Es wird einen Bandenkrieg geben. Aber interessiert das diesen bescheuerten Spinner? Natürlich nicht. Ups. Er wollte Fernsehen und nur das zählt. Ha. Jetzt will die Ampel nochmal grün hier. Zu schmieren. Bis zu dem Bandenkrieg bin ich auf der Seite des Spinners. Eines Tages, Jonah. Ich krieg dich noch so weit, dass du was Nettes über mich sagst. Eines Tages. Glaubst du selbst nicht dran? Aber ich weiß auch, ob wir hier so in die Stadt gehen können. Bin noch nicht ganz überzeugt, ob die wirklich so lebendig ist. Es müsste gut gefüllt sein, sagen wir es mal so. Das ist auf jeden Fall. Ich hatte auf jeden Fall Aktionsmöglichkeiten zu haben. Ui. So. Police Tower. Ui. Hallo. Hallo. Danke. Können wir Helikopter fliegen? Ich hatte alle Helikopter sind down. Naja, gehen wir rein, ne? Was ist deine Ausrede, hierher zu kommen, seitdem du nicht mehr rauchst? Dass ich den ganzen Mist leid bin. Klingt plausibel. So, was wolltest du? Ein Date für den Polizistenball? Hast du einen schwarz-weißen Anzug? Dieses Jahr gibt's keinen Ball. Wir haben zu viel für Oscorps Überwachungstechnik ausgegeben. Das war's wert, oder? Das war's. Bis vor einer Stunde. Das System ist abgestürzt. Stadtweit. Alle Türme. Warum? Es heißt, jemand habe den Hauptserver sabotiert. Und jetzt sind alle Türme offline. Ein Insider? Kann sein. Das kriege ich noch raus. Jetzt müssen wir die Türme wieder zum Laufen bringen. Schnell. Und du rufst mich? Oh, wie nett. Ich rufe jemanden, dem ich traue. Die Signale wurden verschlüsselt. Wir wissen nicht, was zu tun ist. Ich liebe Prüfungen. Dann besteh sie gefälligst. Ich dachte, du vertraust mir. So. Wenn da manchmal was läuft. Die Eingangsfrequenzen wurden verschoben, raffiniert. Freigeschaltet, oder wie? Ein Turm ist gerade wieder online. Warst du das? Nicht bloß eine hübsche Maske, was? Was immer du auch getan hast, kannst du das bei den anderen wiederholen? Klar, aber ich musste mich mit dem Turm synchronisieren, um ihn zu reparieren. Ich sehe jetzt alle Verbrechen für das Gebiet. Anscheinend findet gerade in der Nähe ein Einbruch statt. Gut, ich habe Einheiten in der Nähe. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Ein Einbruch. Los! Pass auf, okay? Na, Jungs. Die Typen haben sicher nicht nur ihre Schlüssel vergessen. Holt ihn euch! Macht ihn alle! Ihr kämpft nicht mehr! Ich kämpfe nicht schwer. Echt? Aua. Hallo? Was war das denn für ein Spider-Man, ne? Ich bin da ausgewichen. Zack. Ist der Trainingshose? Oh. Schon erledigt. Okay, erledigt. Und Level Up, jawoll. Ich sehe jetzt einen Überfall in deiner Nähe. Du hast Glück, Yuri. Dein Lieblingspolizist mit der harten Schale und dem weichen Kern ist in der Stadt. Was? Nein. Du hast versprochen, dass du das nicht mehr... Spider-Corp. Bitte nicht. Ach, Spider-Man. So kommst du aber nicht gut bei der Frau an. Hui.
bist also der Spitzel. Verschwinde, Mistkerl. Ja. Sind alle gleich aus, zum Glück. Ich sagte, verschwinde. Oh, er ist ein Dicker. Und ein Baseballschläger hat er, haben die auch Lasst noch. Lasst mich in Ruhe. Ganz ruhig, Lady. Lasst sie los. Oh Mist, Spider-Man. Oh, ich will ausweichen. Heul nicht, wenn ich dir die Knochen breche. Nein, nein, du. Hallo, Spider-Man, kannst du bitte ausweichen? Holy shit, Alter, das geht mit ihm ab. Holy shit, Alter. Hä? Warum haust du nicht? Er haut einfach nicht zu, lol. Er guckt ihn einfach nur an. Alles klar. Also nochmal. Ist der Tipp? Ja. Ja, sind die Speicherpunkte gut gesetzt bis jetzt? Lasst sie los! Ja, wissen wir ja. So. Hallo, wie kann der mit... Aua. Holy shit, ey. Spider-Man, kannst du vielleicht mal angreifen? Danke. So. Alles klar, ist beim Haupt. Ja, genau, weich einfach nicht mehr aus. Ist okay. Ich breche deine Turmknochen. Ja, bitte tu das, danke. Okay, er kann mich einfach die ganze Zeit blocken. Hallo? Was machst du da? Dann schauen wir den auch down. Noch ihn hier. So, haben wir auch. Gut, wunderbar. Zum Stück Kingpin. Vier Arme. Oder sie ist tot. Lass mich los! Alles klar. Okay, hat das Gesicht die Luft festgeklebt. Alles klar. Alles gut bei dir? Alles okay, Ma'am. Ich wusste, dass Jameson Unrecht hat. Du bist ein bisschen seltsam, aber du hast ein gutes Herz. Wissen Sie, wo Sie hin können? Ich komme allein klar. Aber sicher. Nur für alle Fälle, es gibt da das Feast-Center. Kenn ich. Ich will keine Almosen. Die haben die besten Pfannkuchen der Stadt. Mit Abstand. Mom hat die immer gemacht. Ich habe schon lang keine mehr gegessen. Oh, sie will Pfannkuchen. Ich schau mal vorbei. Danke, Spider-Typ. Ich will auch Pfannkuchen. Spider-Man. Man. Sollen wir da hoch? Hier aus müsste ich den nächsten Turm sehen können. Oh. Alles geplant vom Spiel. Ich wusste es doch. Hallo. Laufen, Spider-Boy. Aus erhöhter Position sondiert Spider-Corp sein nächstes Ziel. Den zweiten Kontrollturm. Oh. Du kommentierst dich selbst? Was? Nein, natürlich nicht. Der Chief hat Spider-Corp nie richtig verstanden. Hielt ihn für unberechenbar. Ich bereue es bereits. Zack. Also, ich muss ja wieder den hier machen. Und ich kann die Türme verändern. Synchronisieren. Mehr aufzeichnen als nur Verbrechen. Oh, lol, das war ja super schnell. Alles klar. Alter, auch eine Minikarte, by the way. Ein Rucksack. Was ist ein Rucksack? Volltreffer. Die Türme empfangen jetzt alle Arten von Funksignalen. Auch eines in der Nähe. Was ist das? Du hast deinen Rucksack vergessen, Boy. Ui. Woo. Was ist das? Oh, wow. Einer meiner alten Rucksäcke aus der Highschool. Hab vergessen, dass ich Verfolgungspunkte angebracht habe. So, was ist da drin? Pornos?
viele davon wohl in der Stadt verstreut sind. Mann, bist du Geld gehabt damals, Highschool-Schüler, dass du so viele Rucksäcke verstellen kannst. Okay, wir sollen Rucksäcke auch noch finden. Ah, ja, mit zwei. Ach du. Ja, gut. Aber wir haben erstmal Fertigkeitspunkte. Lernen wir erstmal noch was. Komm. Was haben wir hier noch? Drücke Effekten aus euch gegen Gewehr und Pistole. Sofortigen Takedown. Oh. Da kostet 3 Punkte, haben wir nicht. Ja, gut. Ne, warte, so muss ich. Mission. Den Frieden wahren. Chinatown. Sammlungen. Wow. Okay. Benchmarks. Achso, sind das so spezielle Dinge? Belohnung. Ah, okay, krieg ich dann. Alles klar. Noch da? Es gibt einen Überfall, ein paar Blocks entfernt. Spider-Corp ist unterwegs. Halb Mensch, halb Spinne, ganz Korb. Oh. Ja. So wirst du nie an der von der Krieg, Junge. Ist ja peinlich. Hui. Mach den Safe auf, na los! Hi, Leute! Da! Spider-Man! Knallt ihn ab! Ist aber nicht so nett von euch. Na, komm mal her, Junge. So. Spider-Man sollte man sich nicht anlegen. Oh, da kommt noch einer. Noch mehr? Wenn ihr euch bei legalen Jobs so reinhängen würdet, müsstet ihr nicht kriminell sein. Das wird dir leid tun, Spinnenfreak. Okay, einfach auf Zivilisten, alles klar. War's das? Das war's schon noch. Alles gut, Leute? Okay, Yuri. Ich werde jetzt den letzten Turm in Chinatown reparieren. Du meinst, Spider-Cop repariert ihn? Ich hab nachgedacht, Yuri. Polizeiarbeit ist was für junge Männer. Und Spider-Cop, nun ja, er ist nicht mehr der Jüngste. Schür jetzt bitte keine falschen Hoffnungen. Spider-Cop ist ab heute offiziell im Ruhestand. Ach, Gott sei Dank. Ich brauche einen Drink. Wir werden heute Abend anstoßen, Yuri. In Erinnerung an Spider-Cops unermüdlichen. Yuri? Yuri, bist du noch da? Ich nehme an, die Gefühle haben sie überwältigt. Natürlich. Lol, wie schnell ich da hochgekommen bin, alles klar. So, erstmal die richtige Wellenanpassung. Ne? Ungefähr. Ne, ich muss lange Welle. So. Oh, alles klar. Irgendwie klappt das schon immer. Der Frieden bewahren abgeschlossen. 2500 Punkte. Na, ist unten wieder ein Level Up. Da sind Rucksäcke. 5% Schubgeschwindigkeit. Nicht gut. Nachher gibt es noch Fotos von meinen 3 Brusthaaren. Oh nein. Die Werkzeuge für die Reparatur sind im Labor. Ob Dr. Octavius wohl schon Feierabend gemacht hat? Das war's. Doktor, wie ist es mit der Kommission gelaufen? Tut mir leid, dass ich alles verdorben habe. Ach was, Peter. Kurz vor dem Durchbruch sind Sie einfach nur nervös. Sie werden sich beruhigen. Wie immer. Soll ich zurück ins Labor, um aufzuräumen? Nein, nein, ich gehe jetzt zum Abendessen. Wir machen morgen weiter. Kurze Pause, dann arbeiten wir weiter an der Zukunft. Kurze Pause, arbeiten wir an der Zukunft weiter, alles klar. Wenn man doch seinen Optimismus verkaufen könnte. Anscheinend hat er das Labor für heute verlassen. Dann kann ich in Ruhe an meinem Anzug arbeiten. Wenn du das sagst. So, aber da bin ich schon ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Erinnert das? Hallo? Spider-Man? Danke. Geschätterte Prototypen. Ich einen Netzflüssigkeitsprobe. Okay. Die Speisekarte vom ersten richtigen Date mit MJ. Oh. 2 von 55. Verbrechen. Nein! Ohne mich! Aber früher oder später. Ja. Ich hab gesagt, das ist zu laut!
Wow, alle haben ihre Schlüssel vergessen? Ja, ist krass, ne? Holy shit, ey. Aua. Tschüss. Seht's mal so. Lol. Wenn ich euch nicht gestoppt hätte, wärt ihr noch viel länger im Knast. Ich glaube, ja, die sind jetzt tot. Spider-Man. Holy shit, ey. Nickel da für die Leute. So. Wo finde ich denn die Verbrechen? Sind die Verbrechen auch auf der Karte zu sehen? Nee, ne? So. Da war noch ein Turm. Ach, sehr. Dann weiß ich, was ich zu tun haben will. Was ist das? Bowerings. Oh, ich glaube, der ist ja unter mir. Ui, ja, da hinten ist er. Ich stelle den Hörer auf gedämpfte Stimmen ein. Oh, eine Spider-Man-Figur. Oh. Lol. Ich finde das Spiel aber sich cool. So. Ui. Hier, da. Und wir haben einen Gewinner. Warten Sie, ich hol Sie raus. Oh mein Gott. Danke dir, Spider-Man. Bitteschön. Oh Mann, da sind sie. Hol sie dir, Spidey. Ja, wo? Aua, hallo, lol. Ja, ich kann nicht mehr so ausweichen. Ja, ist gut so. Los, Jungs, in uns steckt mehr. Okay, er hat mich zwar nicht erwischt, aber ja. Das war's mit dir. Halt, ja, ist gut, wenn er nicht ausweicht, dann kann ich auch nichts. Was ist das? Kann ich auch nichts machen. Ja, ja, natürlich, er portet sich durch die Gegend. Ja, danke. Fick dich, Spiel. Manchmal ist das echt einfach nur Kacke. Wow. Ist das jetzt vorbei? Ja. Na gut, dann nehmen wir da mal einen Rucksack mit. Oh, haben wir das verkackt? Shit. Die Icons werden viel zu kurz erhalten. Ich muss sagen, also... Hui. Na, vorne direkt. Wow. Nein. Ich dachte einfach, du kriegst vielleicht Fallschaden. Ja, kletter doch. Danke. Ah, eine Spider-Man-Zeichnung. Vielen Dank, Zeichnung. Ich bin Spider-Man. Oh, hier ist direkt ein Verbrechen. Der Zivilisten, jawohl, ich will ja. Ich will Zivilisten retten. Was ist hier los? Autounfall da unten. Oh nein. Schlimmer. Menschen könnten verletzt sein. Kann ich das nicht machen? Das Auto zerquetscht den Fußgänger, wenn ich nicht helfe. Alles klar. Fast geschafft! Das raus. Oh, schön, dass er auch selber wieder aufstehen kann und alles. Ja! Bleib da sitzen, ist okay. Natürlich. Das war's? Vielen Dank, vielen Dank. Ja.
So, da. Ich hab sie. Ganz ruhig. Zack. Irgendwo auf irgendeinem Wüsten. Okay. Genau. Alle sind sicher. Ich sollte hier weg, damit die Profis ran können. Alles klar. Hallo Jungs. So, dann haben wir auf jeden Fall noch einen Rucksack oder mehr Rucksäcke. So. Nein. So, jetzt bitte schwingen, Spider-Man. Hui, hallo Leute, alles klar bei euch? Hui. Unterwegs. Achtung, Überfall. Ich muss ihn stoppen. Ratet mal, was ich von Schlägern halte. Gar nichts. Aua. So. Ich weiß, ich bin nicht das beste Vorbild. Schade. Aber man sollte echt keine Leute hauen. Und da haben wir den nächsten. Zack. Ding, ding. Bing, bing. Was ist das denn? Meine verletzte Schulter war schnell verheilt. Länger dauerte es, bis die Rechnung bezahlt war. Jetzt muss ich sagen, Alter, $2,300? Holy shit. Ist ja schon heftig. So, haben wir jetzt noch einen und wir haben die Polizeirevier, okay, und unser Apartment. Können wir die noch irgendwie markieren direkt so? Okay, wirklich, cool. Hey, aber ich muss sagen, ich habe ja so einen kleinen New York-Fetisch, muss ich einfach gestehen, ne? Allein deswegen wollte ich das Spiel haben. So, wir holen uns noch den Rucksack und dann ist die Folge auf heute vorbei, denke ich mal. Hui. Hui. Hä? Ja, Spider-Man, wenn du schon wieder da hochgehen würdest. Einfach nicht. Hallo? Wie? Aha, so. Was ist das? Harrys VIP-Karte für den Nachtclub. Ach so. Wollte mich immer einbeziehen. Seit 2015 ist er erst Mitglied oder so, so. Gut, und dann würde ich sagen, wir beenden hier die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann gucken wir uns weiter in New York an, obwohl wir dürfen nicht auf die Seite des Flusses, leider. Wir haben ja nur Manhattan zur Verfügung, nicht komplett New York. Von daher, was passt schon, ne? Wenn wir auch noch einiges zu tun haben, weil ihr seht, huiuiui. Hier haben wir noch Verbrechen zu erledigen, eigentlich, ne? Noch zwei Stück. Und der Rest ist gesperrt. Okay, wir haben eigentlich noch viel zu tun. Können wir was skillen? Wo konnten wir unseren Fortschritt sehen? Wie viel Prozent haben wir jetzt fertig von dem Spiel? Stufe 4 sind wir. Ah, da, 5% haben wir schon mal. Cool. Also, haut rein. Ciao, ciao. Yeah.